Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und wir hatten gerade das Unboxing gemacht von der Erweiterung für den Laptop. Und zwar den Screen. Also, dass man noch zwei weitere dran basteln kann. Ich bin mal gespannt, ob das so funktioniert, wie es funktionieren soll. Ich habe dafür meinen Laptop geholt. Aber der dicke Kater ist hier gerade hergekommen, wie ihr hier unschwer sehen könnt. Hat der dicke Kater sich jetzt hier hingelegt. So. Wir brauchen die Anleitung. Wollen ja nachschlagen. Gehst du runter? Scheint nicht so. Ich hab dich lieb, Tigger, aber du müsstest... Okay, du kannst hier bleiben. Aber leg dich da hinten in die Ecke, okay? Hier kannst du liegen. Hier kannst du liegen. Fein. Feines Tigerchen. So. Und... Also der Bogen... Ich muss jetzt nur gucken... Also ich brauche zwei für Strom, so wie es aussieht. Ich habe ja keinen Wandadapter jetzt mehr hier, großartig. Nein. So, wir können ja auch am Laptop machen. Na, mal gucken. So, wir gucken mal nach. Mein Laptop hat wie viel? Zweimal USB und ein HDMI. Sollte klappen. So, wir nehmen uns mal die Kabel. Legen uns die hier beiseite. Falsch rum. Oder? Richtig rum. So. Machen den Laptop auf. So. Dann. Muss mal gucken. Wir brauchen jetzt die zwei USB-C. Ach so, das ist ja USB zu USB-C. Hat der gar nicht. Ich habe noch keinen so neuen Laptop, der halt nur USB-C hat. Hier haben wir dann nochmal USB. Müssen wir mal gucken, jetzt steht der hier dran. HDMI und das andere ist halt Strom. Wollen wir schon mal anmachen. So, ich habe mal einen kleineren geholt. Das ist der Asus. Der hat aber auch nur Windows 7 drauf. So. Jetzt werden wir das mal verbinden. So. Erstmal aufklappen. Achso, ich habe vergessen, hier oben das zusammenzuklappen. So. Aber ist nichts passiert. Und jetzt. Selbst der ist zu groß. Nee, der passt. So.
Und dann müssen wir das hinten mal ausklappen. Weil die Monitore natürlich ein Gewicht haben, logischerweise. Die jetzt natürlich noch nicht angeschlossen sind. Die schließe ich jetzt an. Muss mal gucken, wo ist was. Das sind die, das ist der HDMI. Der bleibt hier. Und die Bahn für Strom. Komm hier rum. Ach, ist aber. Ja, mein Laptop ist halt. Der hier ist halt ein bisschen dick. Früher waren sie halt noch was dicker, die Laptops. Wo habe ich denn jetzt hier Strom? Ich hatte. Oh. So, S2 hat Strom. Stand auch S2 da. Und jetzt kommt der HDMI. Hat er auch erkannt. Ist der eine vom Strom raus? Panda später. Also einer ist an. Ach, okay. Alles klar. Habe ich nicht gesehen. Jetzt ist der auch an. Problem ist, ich habe kein USB-C an diesem alten Teil, wo ich den anschließen könnte. Macht nichts, versuchen wir was anderes. Also die sind unabhängig voneinander. Aber ich habe eine Idee. Das müsste doch rein theoretisch. Warte mal. S2 funktioniert. Der rutscht mir aber immer hier hinten raus, weil mir einer zu dick ist. No Signal. Aber was ist denn, wenn ich den... hier oben anschließe? No Signal.
Okay, da funktioniert es nicht. Müssen wir nochmal in die Anleitung gucken. So, beide Strom haben sie. Ist halt auch doof, dass es Englisch ist. Achso, bei dem einen Gamepad, beim anderen Handy. Ja, aber funktioniert ja nicht. Ist ja auch logisch, dass er hier... Nur einen Bildschirm erkennt, der hat ja nur einen HDMI jetzt dran, logischerweise. So, versuchen wir es hier nochmal. Ich hatte doch hier eigentlich so ein Bildschirm-Dingsbums da. Ticker jetzt nicht. So, das ist Übertragung. Das ist Übertragung, ja. Will er aber gerade nicht machen, mein Handy jedenfalls. Also es leuchtet so leicht bläulich so im Hintergrund. Ja? Aber er will jetzt nicht aktivieren, auch mit oder ohne Kabel. Will er das nicht aktivieren? So, ich gehe mal, halte mal gedrückt und gehe dann in, bin jetzt bei den Einstellungen für Übertragung. Übertragung an. Demo. Ne, der will das nur drahtlos machen, aber halt nicht. Nicht normal übertragen, das will er nicht. Na okay, dann eben nicht. Kann ich es euch nur mit einem Monitor zeigen. So, ihr seht hier, das ist jetzt der zweite Monitor. Ja. Ist auch Windows 7 jetzt noch drauf, logischerweise. Ich weiß gar nicht, bin ich mit dem jetzt hier überhaupt im Netzwerk drinne? Ticker, nicht schon wieder Tüte anknabbern. Du kotzt nur wieder. Psst, weg. Der sieht aber auch klarer aus als der Originalbildschirm, muss ich sagen. Gucken wir mal, Bildschirmauflösung anpassen. So. So, wir können jetzt den hier spiegelt, duplizieren, Desktop auf Anzeige 1, übernehmen. Beibehalten. Oh, Kater! So.
wenn wir jetzt sagen erweitern, jetzt müsst ihr den ja erweitern. So. Änderung beibehalten. So. Und der hat auch gleich erkannt, dass der da erkennen. Identifizieren. 1, 2. Okay, dann müssen wir das hier rüber machen. So. Mittig. Übernehmen. So. Das Windows-Bild ist natürlich jetzt hier kleiner als beim Laptop-Bildschirm, weil der Laptop ja kleiner ist, also obwohl es auch Dingsbums ist. Ich habe jetzt bildet mal auf 720p begrenzt, dass es halt gleich ist. Und wir haben eine erweiterte Anzeige. Das ist schön. Das heißt, wieso will er denn das nicht? Ja, der ist schon ein bisschen alt. Wir können hier Sachen rüberschieben. So, dann nehmen wir mal das hier. Ach, der gibt's ja schon gar nicht mehr, Raptor. Ich habe hier so ein Nero drauf. Also es funktioniert wirklich sehr gut, wenn die Tasten von meinem Laptop funktionieren würden. Ja, muss ich richtig doll reindrücken. Das kann ich hier hin und her schieben, seht ihr das? Warte mal, ich mach mal. Ist halt ein bisschen doof, weil hinten ist ja auch noch der Standfuß dran. Ne? Aber so, dass ihr das so ein bisschen sehen könnt. Ich kann das auch nicht weiter anklappen, weil der ist schon auf dem höchsten vom Standfuß her, weil sonst würde der durch die Monitor, zusätzlichen Monitore hinten wegklappen. Ja? Also das funktioniert alles wunderbar. Meiner ist halt jetzt auch ein bisschen dick vom Monitor her. Dadurch greift das hier nur bis hier vorne zum Rand. Die neuen sind ja um Vielfaches dünner als der. Weil wie gesagt, Windows 7. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt Windows 11 oder so verkraften würde. Also angeblich ist er mit dem Internet verbunden, sagt er. Öffentliches Netz und ist verbunden mit Devolo HomeNet. Wollen wir mal testen. Ach Gott. Der will nicht so wirklich. Ist das noch Windows Update? Aber der ist auf dem neuesten Stand, sagt er mir. Ist kein Update da. So, jetzt bin ich bei Google. Ich teste jetzt einfach mal Odins Tests. Kommt zu meinem YouTube-Kanal. Also, Internet ist da. Also, ich habe kein Symbol dafür unten. Aber ich hab's. Dauert auch alle ziemlich lange bei dem. Aber für nebenbei und den Chat beobachten ist es ganz gut. Verabschieden Sie sich ein für alle Mal vom alten, teuren Kabelfernsehen. Diese revolutionäre Erfindung ermöglicht Ihnen den kostenlosen. Da kommt die Werbung. Achso, ich bin hier gar nicht angemeldet. Standardkabel, Unternehmen und Senderangebote in.
Ach, jetzt hat er noch in Schwarz. Jetzt hat er. Ach so, deswegen ist er langsam gewesen. Der hat das aktualisiert, mein Browser. Aber es funktioniert. Also ist auf jeden Fall Internet da. Ich suche mal jetzt nach Updates. Aber ich finde es schön. Also es funktioniert super und ich kann darauf besser sehen. Also der ist klarer als der originale Monitor. Und der ist in die Jahre gekommen. Schade ist, dass ich den jetzt nicht anschließen kann, weil ich kein USB-C habe. USB-C, C, 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 C. USB-A zu USB-C. USB-C zu USB-C. HDMI-Typ, HDMI zu USB-C. Item 4. Back. Boxbar und User Manual. Oh, ich habe so ja Updates. So. Ist ja auch kein Adapter für normal USB mit bei. Ich gucke jetzt nur noch mal. Das haben wir gemacht. Das haben wir auch gemacht. Aufgeklappt haben wir auch. Ja, so dünn sind es mein Laptop nicht. So alt wie der ist. Ach, Ton. Der hat so einen kleinen Lautsprecher drin oder so. Wir brauchen Zeit. Gucken mal. Connect, which USB. Ja. Aber man kann auch, also er sagt, man kann ja auch an die USB, Handy und Dings an Mobilphone, Connect Mode. External Power Switches. Switch Connect Mode. External Power Support. Also externe Power Support hat er. Gehen wir auf Live. So, Call of Duty, Fortnite, Hangout. Spulen mal ein bisschen rein. Mega geil. Wahnsinn, du sehr lustig zu spielen. Ja doch, kommt von da. Ich komme jetzt auch nicht zum Lautsprecher hier hin, sind Einstellungen, ja, ich drücke. Charaktereinstellung alleine eine knappe Stunde drin. Soll ab alle Einstellungen, Charaktereinstellungen reden, ganz extra Musik, Hintergrund. Da wird eine Stunde aufgenommen und dann halt das Spiel spielt halt 40 Minuten oder so. Beat of Rage habe ich noch nicht gespielt. Jetzt gehen wir halt über die Windows-Taste. Hardware und Sound. Sound. Ja, ist auf S2L. So, wie viel haben wir denn jetzt noch?
800 GB. Jetzt ist der Lautsprecher vom Laptop. So, auf der höchsten Stufe. Kann man noch was einstellen? 2 Terabyte, freier Speicher 800 Gigabyte. Also dafür, dass es da eingebaut ist, hört es sich gar nicht mal so schlecht an. Konsolenspeicher. Da gucken wir auch mal drauf, was da drin ist, ob ich da auch was habe, was ich löschen kann. Jetzt ist es sogar ein wunderschön. Blau war echt schön. Jetzt ist es Mist. Raumkorrektur. Genau, gebe ich dir so recht. Ich fand das blaue, aber ich kenne keinen. Ich kenne keinen. Schwarz. Der schönste Karton für das kleinste Modell. Also das ist auch so ein Ding, was ich nicht in meinen Kopf kriege. Also, wenn man die da geritten hat. Ich glaube, das versteht auch keiner, wer Sony da beraten hat oder so. Also funktioniert. Ja, funktioniert. Ist halt jetzt ein bisschen doof, dass ich halt keinen USB-C habe. Und kein, also nur ein HDMI, dass ich einen Monitor benutzen kann. Aber ihr seht, es funktioniert. Er macht auch gerade Updates. 30% abgeschlossen. Und wenn ihr dann fertig seid mit der Benutzung von dem Gerät, Strom ab, HDMI ab, links und rechts dran ziehen. So. Dann, hier seht ihr das, ich hatte das auf die höchste Stufe, dann einmal einklappen, also so, dass es hoch ist, wie so eine Haifischflosse, ganz nach hinten, umdrehen und dann ist es hier so drin und dann könnt ihr zusammenklappen. Kabel ab, damit ihr sie dann auch wieder verstauen könnt, sollen ja nicht abhanden kommen. So. Dann, gut, ist jetzt auch schon mal automatisch eingeklappt, bin gegengekommen. Oben, was hier die Aussparung auch für, zum Hochmachen hat, wieder reinklappen. Dann einmal zu, auseinanderziehen. Dann rastet das hier in die Gumminippel ein. Hinlegen. Das schwarze Ding rein, zumachen, dann ist es zu. Und damit es nicht aufgeht oder so, ist ja auch hier automatisch so ein Klettband mit bei. Das macht er einfach rum. Am besten vorne, da wo es hier aufgehen kann. So, weil hier hinten bringt es euch nichts, dann kann es hier trotzdem noch hoch aufgehen. Jetzt geht es hier nicht mehr auf. Jetzt kommt das Geile. Ich muss meinen Laptop noch weiter wegschieben. Hoppa. Ist der Kabel, ich weiß nicht, welcher zum Laptop passt. Der passt nicht, das war der andere. So, dann nehmt ihr euch euer Bag. Die Tasche, die mit bei ist. Macht die auf. Macht das Gerät rein. So. Tasche auf, USB rein, so, könnt ihr auch gerne wieder so zusammen machen, wie sie waren, so, und wenn das jetzt nicht hier wie bei mir eingerissen ist, durch falsches Benutzen meiner Seite oder rausziehen, könnt ihr das hier auch wieder reinschieben. Ne, das ist ja für den Kleinen, das ist für den Großen. Ja. Schiebt ihr das rein. Dann den dicken USB-C-Kabel.
Ja. Auch rein. So. Dann den USB-C zu USB-A. So. Ist der auch verstaut. Dann haben wir noch ihn. USB-C zu USB-A. Na. Somit haben wir praktisch gesehen, einmal Strom, zweimal Strom, USB-C zu USB-C, USB-C zu, nee, Quatsch, USB-C zu HDMI und USB-C, nee, USB-C zu HDMI, USB-C zu USB-C. Hatten wir denn nicht noch einen angewinkelten? Waren nur zwei angewinkelte oder irre ich mich da jetzt? Achso, den habe ich hier schon. Bin doof. Den habe ich ja schon drin gemacht. So. Die könnt ihr dann einfach hier reinmachen, die großen zuerst. So, und dann rüber. Und die kleinen könnt ihr hochkant in der Seite hinten drin machen. So, und dann zu. Und dann habt ihr die Kabel verstaut, die ihr braucht. Ihr habt die Dinge verstaut und habt die Tasche. Könntet im Schrank verstauen, könntet mitnehmen. Whatever. Und ihr habt immer alles gleich parat. Ein schönes Ding. Funktioniert auch wunderbar. Ich konnte jetzt leider nicht alles testen. Logischerweise habt ihr ja gesehen. Weil erstens mein anderer Laptop ist zu groß. Das ist ein 17 Zoller. Der passt. Ist aber von der Dicke her. Ja, ziemlich dick, also der ist dann halt, sieht jetzt in der Kamera nicht so dick aus, aber der ist halt hier dann auch nochmal gewölbt. Wie gesagt, ein Laptop mit Windows 7. Der andere ist viel dünner mit Windows 10. Aber warum soll man ihn wegschmeißen, wenn er noch funktioniert? So, also ich würde jetzt keinen wichtigen Datenruf machen oder Online-Banking machen, aber YouTube-Chat nebenbei laufen lassen. Wenn ich hier auf der Couch liege oder sitze, besser gesagt, und zocke oder über die PlayStation streame, dann ist das immer noch machbar. Ja, von der Verarbeitung wartet alles super, hat gepasst, war auch gut erklärt mit Bildern, aber halt leider nur Englisch, kein Deutsch mit bei. Das ist schade. Da würde ich mir noch eine deutsche Anleitung wünschen. Oder wenigstens irgendwie, dass ein QR-Code oder irgendwas mit beigelegt wird, dass man dann auf eine Webseite verlinkt wird, wo eine deutsche Anleitung ist. Habe ich so jetzt noch nicht gesehen. Aber es macht das, was es machen soll. Und das ist ja das Wichtige. So, den lasse ich jetzt hier noch ein paar Stunden updaten. Sind zwar nur 3 oder 4 oder 7 Updates waren, aber der ist halt ziemlich lahm. Der ist. Damit ihr mal wisst, was er hat. Systemsteuerung. System. Computer. So kann ich euch ja mal sagen, damit ihr wisst, was er hat. Darum ist System. So, der hat 8 GB RAM. Ein Intel Core i7. 2670 mit 2,6 mit 2,2 Gigahertz. Ja, das war für damals viel. Also, können wir mal gucken, wie viel Cores der hat. Ansicht, aktualisieren, sortieren.
Grafikeigenschaften. Oh, ich weiß ja nicht mehr, wie man da überhaupt drin kommt jetzt bei dem alten. Affengriff. Task Manager. Da. So, Leistung. Da sieht ja noch alt aus. Ressourcenmonitor. Der hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Kerne. Beziehungsweise ich denke mal, der wird 4 und 4 virtuelle haben oder so. Ich bin mir bei dem Intel immer nicht so sicher. Also die Auslastung ist aber ganz gut, aber trotzdem lahm. Aber egal. Das soll es jetzt dazu gewesen sein. Wenn es euch gefreut hat, Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ahoi. Sagt euer Odin.